5 Nutztiere geboren. Okay. Ja, jetzt wird langsam Zeit, dass das Ding fertig wird, weil sonst müssen wir hier doch mal schlachten. Okay, da scheint nichts geboren worden zu sein. Nee, okay. Gut, dann wieder erstmal so. Benötigt ein schweres Werkzeug. Benötigt ein schweres Werkzeug. 8 Holzbretter. Oh, ja, würdet ihr mal die schweren Werkzeuge schneller produzieren, Freunde? Wäre ja cool. Ich kann ihn nicht ständig kaufen. So viel Geld haben wir doch nicht, ey. Wenn ich alles dazu kaufen muss, wird es halt problematisch. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis da ein Händler kommt. Ja, bauen dürfen wir jetzt auf jeden Fall erstmal nichts. Das ist hier rohstofftechnisch gerade sehr kritisch alles. Kein Lehm mehr. Das könnte auch problematisch werden auf lange Sicht. Hoffen wir mal, dass gute Händler kommen. Drückt mir die Daumen. Fehlen jetzt die Bretter zum. Ich würde auch echt gerne die Türme aufwerten. So lustig, den einen Turm hier sehe ich gar nicht, weil da genau ein Baum davor steht. Na dann spulen wir mal, bis ein Händler da ist. Und gucken uns dann an, was die Händler so können dieses Jahr. So. Ich könnte dir verkaufen Kleidung, die wir nicht haben, Körbe, die wir nicht haben, Seife, die wir nicht haben, Kerzen, die wir nicht haben. Wie kann es eigentlich sein, dass wir keine Kerzen haben? Okay, für den Preis hätte ich sie jetzt eh nicht verkaufen wollen, aber... Wir können kaufen schwere Werkzeuge. Okay, die ist ja noch 63 Tage da. Ich guck mal, ob noch ein anderer Händler kommt. Der uns vielleicht Werkzeuge zu einem besseren Preis verkauft. Ein bisschen langsamer. Da kommt übrigens auch gerade ein Händler gefahren. Ne, ist kein Händler. Da brennt's. Finde ich nicht gut. Kerzen. Wir haben doch genug Bienenwachs. Es müssten doch auch genug Kerzenleute eingestellt sein. Da haben wir noch ein Plätzle. Na dann rein da.
Kerzen herstellen. Das ist wichtig. Bringt Geld im Zweifelsfall. Okay, wir haben gerade mal 20 Bretter. Dann tun wir hier zumindest schon mal anklicken, dass die Türme aufgewertet werden sollen. Dauert dann ja eh noch, bis das Zeug da überall angekommen ist. Vor allem, weil wir auch Eisen und alles brauchen. Aber fürs Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob wir hier vielleicht... Also hier hinten ist halt nur ein Turm. Das ist schon echt dünn. Aber gut, wie gesagt, das ist auch nur der äußere Verteidigungsring. Das passt schon. Wenn sie da durchstoßen, ist im Zweifelsfall nicht ganz so wild. So, was sagt ein Händler 2? Bei dem könnten wir hier diese medizinischen Wurzeln kaufen, aber das ist ja auch nicht gerade ein schicker Preis. Ja, davon verkaufen wir, die wir eingelagert haben. Davon wollen wir nichts verkaufen. Wir könnten Körbe kaufen für einen überteuerten Preis. Ah, Kräuter für 4 ist auch heftig, aber wir brauchen die halt zum Seife herstellen. Ja, wäre halt cool, wenn ich Weide kaufen könnte. Wir haben schon seit Ewigkeiten keinen Händler mehr gehabt, der Weide verkauft. Aber wir kaufen mal für 1000 Körbe. So. Und jetzt... oh, ein 12-Stunden-Stream. Oh ja, wir haben die 12 Stunden schon geknackt. Huch! Ups! Okay, wir brauchen die Dinger halt, auch wenn ich es mir echt eigentlich nicht leisten will, aber wir produzieren die zu langsam. Kein Ton. Aber es wird eine enge Kiste hier mit den ganzen Brettern, die wir brauchen, habe ich das Gefühl. Bretter sind jetzt tendenziell auch da, müssen nur verarbeitet werden. Ich würde sagen, wir machen mal, auch wenn es mitarbeitertechnisch hier echt problematisch ist, aber wir machen mal die Dingens hoch. Moment, ich muss mal ganz kurz, ja, ansonsten sieht okay aus. Wo hatte ich die Statue hingebaut? Moment, das muss ich mal kurz ergründen. Ach da, guck mal, die ist ja fertig. Ja, die kann man nicht aufwerten. Okay. Wisst ihr, ich schneide das, ich mache ja die Streams für YouTube klein und mache so Stundenparts draus, so, ne? Also YouTube ist für mich eh in dem Sinne uninteressant, weil das nicht so viele Klicks kriegt. Aber es ist halt einfach dann, weißt du, machst du einen Stream, hast direkt Videos für 2 Wochen. Ist auch geil einfach. Da mache ich schon Stundenparts. Ne? Ich schneide es nicht mal auf eine halbe Stunde wie die meisten anderen. Gut, die meisten anderen, die dann halbe Stunde Parts machen, die schneiden das noch ein bisschen zusammen. Aber so ein bisschen witzig einfach.
Aber wie gesagt, YouTube ist für mich eher so eine Online-Festplatte, weil auf Twitch bleiben die Videos ja plus 3 Monate gespeichert. Und manche Sachen will man sich irgendwie aufheben, warum auch immer. Dann hat man es da, wenn man es mal braucht. Für irgendwas. Okay, wie sehen meine Lagerbestände aus? Das sieht gut aus. Eisen geht auch wieder schön nach oben, das ist gut. Dann stellen wir hoffentlich jetzt auch mal wieder ein bisschen Sachen her. Kohle, wir könnten mehr Kohle gebrauchen. Aber Kohle sind wir schon, ja, mit 6 Mann am Arbeiten. Klar könnte ich noch ein zweites Kohlewerk bauen, aber braucht man ja auch die Leute für, ne? Könnten auch schon wieder Häuser bauen, aber ich will ganz ehrlich, eigentlich, bevor ich neue Häuser mache, erstmal die alten Häuser hier alle repariert haben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das wäre wichtiger. Fazit zur veganen Erprobung. Es funktioniert, man muss nur extrem gut Ackerbau können und die Sammler müssen immer sammeln. Probleme gibt es mit Talg und Felle. Ja klar, Talg und Felle hast du dann natürlich auch nicht, ne? Die kannst du dann ja in dem Fall nur zukaufen. Aber wenn deine Einwohner alles Veganer sind, wollen die ja auch eigentlich nichts haben, wo Talg und Felle verwertet sind. Die müssen dann halt auf Kleidung, auf Winterkleidung, Rüstung und Kerzen verzichten. So, ich guck mal, ob noch ein dritter... Ne, ein dritter Händler ist nicht gekommen, okay. Oh, aber 8 Einwohner wollen zu uns stoßen. Ja, das nehme ich doch dankend an. Können wir doch gut gebrauchen. Dann bauen wir vielleicht doch noch ein Kohledingens. Haben wir hier zufällig... Moment, wir machen mal wieder ein bisschen langsamer. Mal gucken, ob wir hier Kohle... Guck mal hier, Kohle. Sogar ziemlich in der Nähe. Das ist nicht so weit weg. Das ist gut. Bauen wir das mal dahin. Aber ohne Priorisierung. Ich meine, wir könnten theoretisch auch Kohle aus Holz machen. Aber dafür fehlt uns das Holz dann wieder. Wie sehen unsere Sandvorräte aus? Eigentlich okay. Kerzenzieher könnten wir eigentlich noch einen zweiten bauen. So viel Wachs, wie wir haben. Und die lassen sich halt gut verkaufen. Die wollen die Händler öfter mal haben. Wie gesagt, Personal ist da halt wieder so ein Ding, ne? Ich habe keinen Bock, da jetzt den Boden zu begradigen. Wir haben ja Platz. Ja, so wollte ich den Weg jetzt eigentlich nicht bauen. Leider gerade wieder ein bisschen FPS-Probleme, dann verrutscht manchmal beim Setzen. So, das ist besser. Stimmt, für Kerzen braucht man ja gar keinen Talg. Sorry. Ja, es stimmt, Run, stimmt. Gebe ich dir recht. So, okay, wir kommen hier mit den Baustellen, glaube ich, so ganz langsam nach. Aber es dauert. Wir haben hier hinten noch nicht mal die Bäume gepflanzt. Also manchmal frage ich mich ja, was meine Bauarbeiter so treiben die ganze Zeit. Okay, die haben Mauer gebaut.
Welche Erfahrung hast du mit den primären Hütten gemacht? Lohnt sich das, weiter entfernten Baustellen? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich benutze die. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel die bringen, aber so für Fischerhütten und sowas, die ein bisschen abgelegen sind. Oder hier oben diese Arbeitercamps und so. Da habe ich einfach überall mal so eine Hütte mit hingebaut. Ich meine, die kosten ja nichts, ne? Nicht genügend Futter für den Winter. Ey, jetzt aber mal ganz ehrlich. Was soll ich denn da machen? Ich habe da ja relativ wenig Einfluss drauf. Die Dudes brauchen nur losgehen und das Futter holen. Das Futter ist da. Wir haben genug Getreide, wir haben genug. Wir haben 2000 Getreide und wir haben fast 5000 Wurzelgemüse. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Weg extrem weit weg ist, weil Kuhstall, Lebensmittellager. Ich krieg das auf einen Bildschirm. Ah, eine Funktion zur Priorisierung von Transportgut wäre so gut. Oder tatsächlich nochmal ein Gebäude, was die Transportleute unterstützt. Ist zwar wieder Arbeitskraft, die du am Ende brauchst, aber irgendwie sowas in die Richtung braucht das Spiel noch. Habe ich das Gefühl. Alter, mein Holz ist alle. What the fuck? Ja klar, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit übelst Bretter gepumpt. Oder per Track and Drop selber. Ja, oder selber sagen, ey, mach das Ding. Einfach hier so ein Knopf mit einer Priorität, mach das Lager voll. Oder so. Oder halt wirklich dann zu sagen, okay, nehme jetzt hier 100 Stück raus und bring das dahin. Und dann dauert das halt eine Weile, oder? Ne? Aber ich habe jetzt gerade, habe ich da super wenig Einfluss drauf. Und kann nur sagen, es ist genug Zeug im Lager. Der Weg ist jetzt nicht ultra lang. Geh los und hol den Scheiß. Ich kann ja nichts machen, um das zu beschleunigen. Ich meine, klar, ich könnte jetzt eventuell noch sagen, ich baue hier ein Lebensmittellager hin und hoffe halt, dass da Gemüse eingelagert wird oder so. Was bestimmt eingelagert werden würde, weil ja hier die Felder direkt sind. Aber ich meine, die haben doch das ganze Jahr Zeit. Ja, ich hatte die ganze Zeit auch extrem viel Holz auf Lager. Wir müssen auch tatsächlich, sehe ich gerade, wir sind bei Brennholz unter 300 gerutscht. Das heißt, wir machen hier mal wieder zwei Brennholz-Dudes rein. Was natürlich nichts bringt, wenn wir kein Holz haben. Deswegen gucken wir jetzt mal. Okay, da sind Bäume zum Abholzen angesetzt. Da sind Bäume zum Abholzen. Problem ist aktuell unser Holzbedarf wieder so groß. Wir können düngen, dass die Wege halt relativ lang geworden sind. Oh, warte mal. Dich will ich nicht abholzen, weil du bist ja da, um den Brunnen zu wässern. Da müssen wir aufpassen. So, hier hinten haben wir auch noch genug Holz zum Abbauen markiert. Wie kannst du zurück? Mit Shift. Wenn du Shift drückst, wow, gerade ein mächtiges Leck gehabt. Moment, wo bin ich? Ich muss mich kurz orientieren. Du kannst ja, also wenn du normal mit der Maus markierst, machst du so. Und wenn du Shift dabei gedrückt hältst, nimmst du die Markierung wieder weg. Ja, ich glaube auch Flickflack. Ich glaube auch. So, okay. Dann haben die jetzt im Winter hier hoffentlich genug zum Abbauen und machen ein bisschen was. Ach fuck, der Kerzenzieher braucht Lehm. Haben wir nicht. Naja. Die Baustelle ist jetzt da.
Jetzt werden natürlich auch die Bretter wieder knapp, weil einfach kein Holz da ist. Also langsam müsste hier auch unten der Bauer mal fertig werden. Sonst müssen wir ja doch erstmal... Schlachten. So. Oh, wir sind an der Bevölkerungsgrenze tatsächlich. Wir müssen Häuser bauen, wir haben aber kein Holz, um Häuser zu bauen. Das ist ja belastend. Aber wir versuchen mal, ob wir mit 35 Bauern auskommen. Das ist leider gerade notwendig. So. Ja, unseren Kühen geht es ja wieder besser. Wir machen mal das Melken wieder an. Für die Nahrung. Wie sieht denn das überhaupt so mit Milch und so aus? Milch, Käse. Okay, ich glaube, mehr Käseleute brauchen wir nicht einstellen. Ja, wobei, machen wir mal ein. Und gehen schon mal ins Lager. Wir tun schon mal 500 Käse im Lager. Zum Verkaufen einlagern. Schuhe ist okay. Schilde ist auch okay. Wir gucken schon mal, dann können die ja hier schon mal so ein bisschen Zeug hin und her schleppen. Bier können wir auf jeden Fall auch mal. Da scheinen wir auch gut zu produzieren. Ja, viel mehr haben wir gar nicht so zum Verkaufen. Wobei, jetzt sind hier gerade mal die schweren Werkzeuge hochgegangen. Ich lasse die Produktion von den schweren Werkzeugen aber mal auf Hochtouren laufen. Weil da ist echt ätzend, wenn wir leer laufen. Honig ist okay. Lassen wir erstmal so. Ja, okay, gut. Da kommt schon der erste Händler angetrüdelt. Okay, ein bisschen Holz haben wir. Wie sieht es hier mit den Baustellen aus? Ah. Ein paar haben wir noch, aber wir brauchen... Es nützt ja nichts. Wir brauchen Wohnraum. Okay, bevor wir neuen Wohnraum bauen. Okay, hier oben könnten wir noch ein Haus hinbauen, aber ich glaube, das ist so zufriedenheitstechnisch eher problematisch. Ah, wobei geht. Komm. Ein Haus kommt hier noch hin. Der wohnt dann halt sehr nah an seiner Arbeitsstelle. Da müssen wir hier erstmal einen neuen Markt hinbauen, tatsächlich. Bevor wir neue Häuser bauen. Was nicht geht, weil... Doch, geht. Machen wir mal... Kann sich ja ruhig da so ein bisschen überschneiden. Machen wir mal so. Priorisieren wir mal. Gany, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Sei gegrüßt. Die Bäume hier sind aber schon zum Fällen markiert, oder? Ja, das ist okay. Nur mit den Bäumen müssen wir wieder aufpassen da. Das sind die vom Brunnen. Ich habe schon wieder das Düngen verpasst. Ich habe da vor dem Winter schon gesehen, dass ich wieder düngen kann.
35%, 34%. Die lasse ich jetzt mal hier vor sich hin oxidieren. Die kleinen Felder, das ist eh nur der Flachs. Sollten wir zwar auch nicht unterschätzen, aber 70%, 55%, 55%. 55% ist für das Gelände ja eigentlich schon echt gut. So, da rein. Hier fehlen schon wieder Pfirsichbäume. Lustigerweise bin ich die ganze Zeit nur am Pfirsichbäume nachpflanzen. Irgendwie muss ich nie die Äpfelbäume nachpflanzen. Die scheinen da robuster zu sein und mit dem Boden hier besser klar zu kommen. Hier oben sieht auch okay aus. Wie hat denn sich hier eigentlich so der Boden entwickelt? Ja, man sieht, wo die Kuhweide ist halt einfach, ne? Das finde ich mega cool. Auch hier, 1A zu sehen, die Kuhweide. Achso, Händler. Fast wieder vergessen. Guck mal, der kauft Bier für 5. Das ist doch schon mal super. Direkt weg damit. Ansonsten nichts, was ich verkaufen wollte. Kaufen. Jetzt haben wir Teile. Eisen. Haben wir eigentlich auch gerade wieder uns einen guten Schub angeschafft. Fässer könnten wir mal... Produzieren wir halt auch nicht schnell genug, habe ich das Gefühl. Nehmen wir mal 20. Das passt erstmal. Oh, guck mal, ist ja sogar ein zweiter Händler da. Gucken wir mal, was der zu bieten hat. Okay, wir könnten Schränke verkaufen. Die müssten wir aber erst hertransportieren. Ah, leider wieder kein Ton. Lehm, whatever. Glas für teures Geld. Dann warten wir lieber, dass wir das selber hergestellt haben. Ja, nee, doof. Schade. Ja, mit Weizen kommen wir echt immer gut aus. Da haben wir keine Überproduktion, aber eine Unterproduktion haben wir auch nicht. Das ist in Ordnung. Hier kommen wir mit den Teilen, sind wir mittlerweile bei 10. Pfeile, Bögen. Irgendwie kommen wir mit Armbrüsten nicht, also so gar nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Ich sehe nie Armbrüste bei uns im Lager liegen, aber wir produzieren irgendwie jedes Jahr 2, 3 Stück. Wird halt direkt an die ganzen Soldaten verteilt, ne? Okay, wir könnten aufwerten auf Stufe 4. Also insofern wir dann die Rohstoffe dafür haben. Das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit hier, gerade mit den Brettern und dem Backstein. Und hatte nicht der eine Händler gerade Backsteine zu verkaufen? Was da denn los? Das Wiener Madel, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Boah, das Gewitter, der Gewittersound ist schon geil, ne? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallo, Well, Grüße. Ich wollte noch gute Nacht wünschen. Gute Nacht. Na dann mal gute Nacht, Well. Du Maris, grüß dich, hi. Nee, ich bleib noch auf. Okay. Dann seid ihr gegönnt. Mach's dir bequem, hol dir einen Tee, einen Kabu, whatever. Wir kaufen uns jetzt mal die 150 Steine hier. Oh Gott, teurer Spaß wieder. Und lagern die aber ein. Und wenn wir dann soweit sind, unser Gebäude auszubauen, dann holen wir die aus dem Lager raus, dass die jetzt nicht woanders verbaut werden. War ein schöner, langer Stream. Na, das klingt doch super. Das klingt doch super. Wie spät haben wir denn überhaupt? Wir haben schon 12. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir noch einen Kaffee mache. Wo ist denn die Zeit schon wieder hin, ey? Unfassbar.
kurz mal eine Nachricht schreiben. Kurz mal eine Nachricht schreiben. So. Jetzt kriege ich natürlich gerade. Oh, Moment. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich natürlich überhaupt nicht mitkriegen, gerade, wenn ich eine Nachricht schreibe, ob ich geplündert werde. Kurz mal Pause drücken. Ich habe es gerade im Augenwinkel auftippen sehen, dass ein Angriff kommt. So, ich muss kurz fertig schreiben und dann. Kleinen Moment. So. Jetzt können wir uns wieder ums Spiel kümmern. Onkel macht ja auch nur schon seit 12,5 Stunden. Sag doch sowas nicht. 48 Plünderer, Freunde, sind hier auf dem Weg. Ich muss mal kurz gucken, ob ich was im Chat verpasst habe. Nee, alles cool. Gut, Feld brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Von wo kommen denn unsere. Ja, natürlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, muss ich zugeben. Weißt du, hier ist eine komplette Ecke, einfach ungeschützte Mauer. Da haben wir einfach den Todesstreifen noch nicht gebaut. Ach Gott, so ist das, wenn die Ossis schlampen, Freunde. So, wir gehen aber mal auf halbe Geschwindigkeit. Ne, wir gehen erstmal auf Pause, weil ich erst nochmal zum Händler muss. Ist aber kein dritter Händler dazugekommen, ne? Ne, wir bräuchten halt Ton. Aber gut, dann können wir uns jetzt voll und ganz. Ja, ich würde sagen, so langsam ziehen die Raubzüge an. Und ich finde das ganz schön belastend. Wobei, die kommen nicht alle 72 aus der Einrichtung. Kommen nicht alle 72 aus der Einrichtung. Nee, 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 nee. Warte mal. Das müssen wir mal kurz durchschalten. Okay, wir haben da unten, wir haben da oben. Okay, zumindest aktuell. Okay, es kommen noch welche von hier. Die werden nach da laufen. Ja, die müssen sich ein bisschen verteilen, die Freunde. Dann klappt das. Okay, wir machen mal weiter. Na, immerhin ist es ein aufgewerteter Turm, den wir da haben. Und ja, das bringt uns jetzt nicht viel, aber wir holen mal die Leute in die Garnison. Ja, hier unten muss halt auch unbedingt noch ein zweiter Turm hin. Wird langsam Zeit, dass wir die Kaserne auch besser besetzen. Okay, kurz mal Päuschen. Selbst halbe Geschwindigkeit ist mir bei so einem Angriff, ist mir selbst halbe Geschwindigkeit ein bisschen zu schnell, um richtig hinterherzukommen. Hier fliehen die ersten schon. Das heißt, der Angriff ist schon relativ gut abgewehrt. Müssen wir bloß mal gucken. Doch, die Türme schießen auch noch da. Okay. Ja, da sind die ersten in die Flucht geschlagen. Die kloppen hier halt auf die Wände ein. Das werden sie wahrscheinlich hoffentlich auch bald aufgeben. Moment, Gebäude zerstört. Nicht gut. Die haben meinen Kackeplatz kaputt gemacht. Was soll das denn? 72 Plünderer. Das ganze Dorf unterwegs. Also, der größte Angriff, den ich bisher hatte, war in meinem anderen Dorf auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Da hatten wir alle
alle Wellen zusammengenommen, waren das über 200 Plünderer, die da gekommen sind. Inklusive Ramböcken. Das war da schon lustig, ne? Da hatten wir aber auch schon 450 Einwohner oder so. Das skaliert so ein bisschen nach den Einwohnern. Also es wird bestimmt so eine interne Wertung fürs Dorf geben, wie viele Gebäude, welche Ausbaustufe und so weiter und halt wie viele Einwohner. Da waren wir schon einen kleinen Ticken weiter. Aber mich wundert es, dass jetzt noch kein Rambock dabei ist tatsächlich. Weil wir spielen ja auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, da hätte ich eher damit gerechnet. Aber gut, wir gucken uns das hier mal weiter an. Das zerstörte Gebäude war ja nur die Kloake, sozusagen. Okay, das müssen wir auch im Auge behalten, was wir am Ende wieder ganz machen müssen. Ein bisschen belastend, dass die hier auf das Tor, auf die Wände einkloppen. So, das da hat sich, da an dem Turm hat sich fast, okay. Hier ist jetzt ein Durchbruch. Mit meinen 4 Soldaten komme ich hier wahrscheinlich nicht weit, aber wir behalten das mal im Auge hier. Moment, hier ist gerade das nächste Tor eingestürzt. Ach, da hatten wir auch noch keinen Turm, ne? Ja, wissen wir ja, wo wir als nächstes die Schutzmaßnahmen ausbauen müssen, ne? Aber sie bewegen sich noch nicht großartig weiter. Und ich meine, das, wo die hinwollen, ist da hinten. Und da müssen sie erstmal hinkommen. So, nochmal 37 Plünderer. Aber ich glaube, das sind... Ja, das sind einfach nochmal dieselben. Das finde ich auch ein bisschen blöd, dass man dann die Nachricht nochmal bekommt, obwohl es im Endeffekt dieselben Plünderer sind, die schon die ganze Zeit da sind. Da weiß man jetzt manchmal nicht, sind das gerade welche, die wieder fliehen, oder sind das welche, die... gerade ankommen. Okay, den Turm haben sie zerlegt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig dann. So, meine Soldaten sind dann noch vor Ort, aber ich meine, wir haben hier gerade 4 Soldaten gegen 20. Die werden es wahrscheinlich nicht lange machen. Das sind auch welche, die fliehen. Guck mal, der läuft weg vom Dorf. Das wäre übrigens auch ganz cool, wenn man die Plünderer, die ja mit Waffen ankommen, schon alle tötet und die Leichen hier rumliegen. Warum kann man die Waffen nicht plündern? Das wäre doch auch mal cool. Okay, hier wird auch schon geflohen. Sehr gut. Okay, meine Soldaten sterben aber gerade. Was macht ihr denn meine Häuser kaputt? Was soll das denn? Seit wann gehen die denn wieder auf Wohnhäuser? Das haben die doch weggepatcht eigentlich. Das ist ja belastend. Wohnhäuser kaputt machen finde ich aber nicht cool. Ja, die Ecke haben wir ein bisschen vernachlässigt mit Schutz, ne? Oh, hier sind auf jeden Fall einige Dorfbewohner draufgegangen. Mal kurz Pause machen hier. Ja, die zerlegen mir halt die komplette Wand hier. Warum auch immer. Ja, nicht so, dass da drüben die Tür offen wäre oder hier die Tür offen gewesen ist, ne? Sonst ist halt auch ein bisschen, ist halt, die kloppen mir auch die ganze Zeit auf die Wände ein. So, manchmal ist die KI auch ein bisschen so.
Okay, ja, wir haben hier halt echt keine Verteidigung. Wir haben aber auch keine Fußsoldaten mehr. Bringt aber auch nichts, die jetzt auszubilden. Dauert zu lange. Hallo? Achso, das Gebäude war noch nicht ganz zerfallen, deswegen. Nochmal 31 Plünderer. Das sind halt immer noch die. Das sind Mauerspechte, ich glaube auch, ey. Wir müssen mal die Dudes hier im Auge behalten. Die scheinen ganz schön aggro zu sein. Warum gehen die denn so auf meine Wohnhäuser? Was soll das denn? Ja, jetzt kommt doch noch Cholera dazu. Ich kann gerade relativ wenig dagegen tun, außer dann im Nachhinein alles wieder aufzubauen. Weil es bringt jetzt weder was, Soldaten auszubilden, noch bringt es was, Geschütztürme aufzubauen. Also es wird einfach nicht schnell genug. Wir können nur mal... Das Einzige, was wir machen können, jetzt hier unsere Dorfbewohner Stück für Stück auf die Leute jagen. Aber meine Dorfbewohner sind halt überhaupt nicht zum Kämpfen. Die gehen jetzt halt reihenweise drauf einfach. Moment. Gebäude zerstört. Ja, der Wohnungsmangel hat sich auch gleich erledigt. Und Krankheiten haben sie auch noch mitgebracht, genau. Nee, nee, nicht wegrennen. Angreifen, Freunde. Jetzt kommen hier auch noch mal irgendwo 14 Plünderer. Aber gut, die... Ich sehe sie gar nicht. Keine Ahnung, wo hier Plünderer kommen sollen. Keine Ahnung. So. Oh, das war halt. Das auf jeden Fall mal gerade ein richtig dicker Angriff, ey. Ding ist halt, meine Einwohner sind den Soldaten halt komplett unterlegen. Wir haben auf halber Geschwindigkeit, ne? Du kommst hier mit den Nachrichten nicht hinterher. Das ist unfassbar. Uiuiuiuiuiuiui, das wird gleich arbeitskräftetechnisch ein Riesenproblem. Wir tun auch jetzt mal die Arbeit, die Leute nicht weiter dahin schicken, weil... Ich hoffe jetzt mal, dass die Plünderer einfach anfangen, bald zu flüchten hier. Was bei den Dudes schief läuft, ich habe keine Ahnung. Vor allem das Tor haben sie ja auch schon, also, weißt du, die haben ja hier auch schon eingerissen. Ich weiß gar nicht, was denen ihr Problem ist, um ehrlich zu sein. Okay, wir müssen hier hinten Türme hinbauen. Und wir brauchen vielleicht doch nochmal ein, zwei Türme in der Stadtmitte, falls die hier halt durchkommen. Das ist krass. Ich meine, unser Hab und Gut ist gut gesichert. Da kommen die halt nicht ran. Das wissen die halt auch.
Können die halt echt gerade nur versuchen, Stück für Stück hier. Aber guck mal, wie lange die brauchen, um den einen klein zu machen. Hier oben ist ein Dude, ne, zwei Dudes, die auf die Wand kloppen. Das ist auch geil. Ah, schön. Ich muss aber sagen, die Performance ist schon so minimal besser geworden. Also ich kann mich daran erinnern, dass das bei solchen Angriffen auch schon mal schlechter war, was das angeht. Okay, ihr braucht dem nicht hinterher. Wobei, den da könnte man noch killen. Der ist schon fast tot. Ja, brauchen sie zu lange, um hinterher zu rennen. Okay, ich glaube, der Angriff ist so langsam zu Ende. Ich glaube, sie ziehen sich zurück. Außer die Dudes hier. Die sind halt geil. Haben sie die nächste Wand kaputt, aber... Ah, jetzt kommt mal wieder einer reingelaufen. Aber hier drin sollten wir jetzt erstmal... Ja. Hier hat sich's jetzt beruhigt. Es sind nur noch die, die da hinten gegen die Wand kloppen. Mal sehen, wann die fliehen. Ja, sparen wir halt Geld, ne, wenn die Kaserne nicht besetzt ist. Oh, sie sind hier hinten reingekommen. Wohnungsknappheit. Jo. Oh Mann, ich hab da den Markt gerade erst gebaut. Was soll denn die Scheiße? Oh Mann. Ob die es dann irgendwann mal hier aufgeben? Ich hab halt keine Soldaten, um die anzugreifen. Nochmal ein Händler gekommen in der Zeit? Nee, schade. Wir brauchen halt immer noch Lehm. Und da ist auch noch ein Angreifer. Ist halt doof, so ohne... abbrechen. So ohne, wenn die halt volles Leben haben, siehst du die super, super Scheiße. Ich glaube, ich muss halt doch gleich mal so auf Biegen und Brechen meine Einwohner hier hinter schicken. Sonst hören die da ja nie auf. Wir haben wahrscheinlich sogar schon einen Plünderungsbefehl. Alter, wir haben 18 Verletzte. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller. Es scheinen nur noch die hier hinten zu sein. Mal sehen, wann unsere Dorfbewohner hier mal ankommen. Da kommen sie angerannt. Attacke! Okay, jetzt fliehen die Plünderer. Hey, komm. Nein. Lauf da mal nicht hinterher. Alles cool. Oh nein, da war ein Plünderungsbericht, den habe ich jetzt nicht gesehen. Frage ist natürlich, will ich den überhaupt sehen? Okay, wir lassen jetzt mal wieder weiterlaufen. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die Häuser hier wieder aufgebaut werden. Boah, wir müssen erstmal ganz geschickt hier die Leute neu verteilen. Oh, wir haben nur noch 7. Okay, da brauchen wir mal wenigstens das. Ah, die brauchen wir auch alle 3. Die brauchen wir auch. Ja. Ja, das ist okay. Die brauchen wir. Ja, brauchen wir nicht. Aber wir können halt auch echt gerade schlecht, Leute. Da müssen wir erstmal im Bergwerk ein bisschen einsparen.
Ja, müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufbauen hier, ne? Das war auf jeden Fall mal ein Angriff, der uns ordentlich erwischt hat. Kann man nicht anders sagen. Jetzt müssen wir noch gucken, nicht, dass hier irgendwo was kaputt gegangen ist, was für unsere Zufriedenheit wichtig ist. Weil sonst werden ja ganz schnell die Häuser auch wieder verlassen. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber das sieht alles okay aus. Also Gold haben sie uns auf jeden Fall keins geklaut. Vielleicht haben sie ein bisschen Nahrung und Schränke, Möbel vom Markt geklaut oder so. Und ein paar einzelne Sachen aus den Häusern, die sie kaputt gemacht haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal, die Wohnhäuser, die wir eingebüßt haben und die Einwohner, die wir eingebüßt haben. Ey, wir haben fast 40 Einwohner verloren. Waren wir nicht bei 350 Einwohnern? Boah. Das ist eine Hausnummer, Freunde. Die musst du erstmal wieder kriegen, die Leute. Davon haben wir 16 getötet. Wenigstens haben wir uns ordentlich zur Wehr gesetzt. Warum die mir hier die Wände so krass? Also die hätten ja schon lange dann reinlaufen können. Ich meine, gut, solange sie die Wände kaputt gemacht haben, haben sie halt keine Wohnhäuser kaputt gemacht, ne? So muss man das ja auch sehen. Aber eigentlich wollte ich neue Wohnhäuser bauen und nicht alte Wohnhäuser reparieren. Hat sich. Vielleicht brauchen wir demnächst mal einen neuen Friedhof. Hey, das sind weniger geworden. Da lagen doch mal 68 Leute drauf. Okay, wird der Friedhof mit der Zeit wieder leer? Habe ich noch nie so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Okay, das war ein harter Schlag. Aber wir haben schon härtere Schläge verkraftet und wieder hingekriegt. Und ich war eigentlich gerade dabei, hier die Verteidigung auszubauen. Aber ich habe schon die ganze Zeit gedacht, boah, hier hinten in der Ecke keine Türme. Und habe aber gedacht, ja komm, wenn die kommen, gehen die doch auf die Tore. Also lasst zuerst an den Toren die Türme bauen. Puh. Nach 25 Jahren ist da wieder Platz. Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir gerade sind. Moment. So. Jahr 46. Ja, gut, okay. Jetzt haben wir ja auch noch eine Cholera-Epidemie. Mal wieder. Das ist nicht so gut. Krieg und Cholera. Eieieiei. Habe ich das hier hinten schon zum Ganz machen? Ja, Prio setzen. Wir schaffen das. Wir bauen das wieder auf und dann. Häuser kommen schon wieder rein. Das war ein herber Schlag, auf jeden Fall.
Und das waren noch die Dudes ohne Rambuck. Ich würde ja sagen, wir müssten unsere Kaserne mit mehr Leuten besetzen, aber wir haben die Leute ja nicht. Fehlen ja dann wieder woanders, wenn ich die Leute dauerhaft in die Kaserne setze. Typhus haben wir jetzt auch noch am Start. Läuft bei uns. Oha, meine Lieben. Oha. Wenn schon, dann richtig, auf jeden Fall. Ah. Was geht denn hier oben gerade ab? Ach, Rehe. Ist mein Jäger hier gerade irgendwo? Ne, der kommt gerade von da gelaufen. Junge! Rehe! Gönn dir! Braucht er wahrscheinlich erstmal neue Munition oder so. Ja, das können wir gleich weglassen. Alles klar, Sekushan. Ich glaube auch, wir machen so langsam Haya für heute. Auch wenn ich eigentlich gerne noch abwarten würde, bis das alles ganz ist. Ah, da kümmert sich der Zukunftsonkel drum. Wir speichern mal. Ich glaube, 13 Stunden sind okay für heute. Meine Lieben, ich guck mal ganz kurz. Ich habe schon jemanden im Auge, wo ich euch hinschicken kann. Wir schauen mal ganz schnell, ob Twitch mich anlügt oder ob die Person noch online ist. Ja. Keine Ahnung, wie lange da noch gemacht wird. Und keine Ahnung, ob das was für euch ist. Aber ich schicke euch mal zum lieben Piano Tales. Der fährt bei uns in der F1-Liga mit. Aber der macht auch Red Dead Redemption Roleplay. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ganz nice, um den Abend ausklingen zu lassen. Und der freut sich bestimmt schön, wenn wir alle da mal rübergehen, mal Hallo sagen, bisschen Party machen im Chat. Und wenn ihr Bock habt, lasst ihm gerne ein Follow da. Sehr, sehr... sehr, sehr angenehmer Dude. Sehr sympathisch, finde ich. Und sympathisch ist er, sympathisch. Was war denn das für ein Meme? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mein Sprachzentrum funktioniert schon nicht mehr so gut. Mein Gehirn auch nicht. Wir sehen uns morgen wieder. Theoretisch steht morgen Formel 1 auf dem Plan. Da die liebe Mill, mit der ich ja aber sonntags immer Formel 1 zusammenspiele, morgen nicht zur Verfügung steht, entscheide ich morgen spontan, ob wir Formel 1 spielen, ob wir Farthest Frontier spielen oder ob wir mit Medieval Dynasty anfangen. Also morgen könnte alles da sein, ne? Aber ich glaube eher, wir fangen entweder mit Medieval an oder wir spielen in dem Spielstand hier weiter. Gucken wir mal. Zeitentechnisch, wenn ich ausgeschlafen habe. So zwischen 10 und 12 Uhr wird es da ungefähr losgehen. Und bevor der Raid mich jetzt abbricht, meine Lieben, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.